So, ich bin ja jetzt selbst hier in der Südsteier, in der wunderschönen Südsteiermark, bei einer Fastenkur. Wie ist denn dieses Zentrum Tamagama entstanden? Verrätst du uns dazu ein wenig mehr? Ja, das ist eigentlich eine alte Geschichte und ein alter Traum. Ich gebe ja seit Jahrzehnten Seminare und habe die immer in Hotels gegeben. Und das war eigentlich, obwohl die sich wirklich sehr bemüht haben auch, ich will da nicht Kritik üben an den Hoteliers, aber ich habe auch gute gefunden, wie das Garden oder Pichel oder so. Aber im Endeffekt war es natürlich immer suboptimal. Für die Fastenkurse, die mir so ein großes Anliegen waren, brauchst du einfach das beste Wasser. Weil das ist sowieso unser wichtigstes Lebensmittel und das muss von optimaler Qualität sein. Das ist eine eigene Kur. Wir machen hier statt einer Weinprobe eine Wasserprobe. Im Weinfasten machen wir auch eine Weinprobe. Aber ansonsten machen wir Wasserproben, wie ihr das hier auch erlebt habt. Dass jeder mal sein Wasser findet, das ist aus Reifen, also reifes Quellwasser, artesische Brunnen. Das ist, glaube ich, nach meinen Erfahrungen das beste Wasser. Aber in vieler Hinsicht, einen idealen Raum zu haben, in dem nicht viel gestritten, diskutiert, geraucht und gesoffen wird, sondern in dem Raum ist seit 40 Jahren, weil die Vorgänger auch 30 Jahre schon so drauf waren, eigentlich immer nur meditiert worden und Bewusstheit gepflegt worden. Das macht dann doch ein anderes Feld. Und auch mal das alles so ideal zu machen, also da so kommst du aus dem Saal raus, über eine Brücke, über einen Teich, und das passt gut zu, das ist jetzt ein Buddha, passt gut zu dieser Zen-Tradition. Ich mache ja, bin zwar Christ, aber habe Zen bei Jesuiten gelernt und gebe ja viele Kurse in diese Richtung, Fasten, Schweigen, Meditieren auch und so weiter. Also hier sind sehr viele alte Traumgeschichten eingegangen. Ich habe zum Beispiel gern diese Gionado-Wellen in den Giebeln der Häuser hängen hier überall, auch im Saal. Weil die einfach die Atmosphäre positiv bestimmen. Das ist ja eine alte Erfahrung von mir. Die Form bestimmt den Inhalt. Ja, deswegen sitze ich auch da wie ein Buddha. Das schaut von außen gar nicht schlecht aus bei mir, wie ein Buddha eben. Und innerlich warte ich jetzt immer noch, dass innerlich auch Buddha kommt. Ne? Da gibt es ein paar so Ausblicke, schöne Erfahrungen, Satori. Aber insgesamt warte ich noch auf Befreiung und bewege mich in diese Richtung, hoffe ich doch, mich zu entwickeln. Auch eine alte Geschichte, es beginnt, wie ich 11 bin. Und zwar nicht aus spiritueller Suche, sondern weil ich mein Fahrrad zertrümmert habe vor Wut, weil es nach dem dritten Flicken immer noch kaputt war. Und da hat der Großvater mir einfach mal gesagt, du bist zu zornig, du musst deinen Zorn beherrschen lernen. Und da kam so das erste Yoga- und Meditationsbuch ins Spiel, Yogismus für westliche Menschen, also hieß es. Und seitdem meditiere ich eigentlich. Und das ist immer auch eine, das ging durch die Studentenbewegung Zeit hindurch und so weiter, ob es populär war oder nicht, ich habe immer meditiert bis heute. Und das ist hier so, Tamagama, ein idealer Platz dafür. Ja, also so, wir sagen ja auch Lebensgarten, hier kannst du üben, Gast auf Erden zu sein. Wir sind auch selbst Gast, hier ist auch nicht der Kunde König, sondern wir versuchen alle wie Gäste zu leben. Und das wäre so eine Idee, ich meditiere morgens und abends, aber die Idee ist ja, dass dazwischen Bewusstheit entsteht. Auch zwischen Abend und nächsten Morgen, in der Nachtbewusstheit bleibt. Also das ist so ein großes Thema, das hier verbunden werden soll, was ja immer besser auch gelingt. Eine intakte Natur, ein großer Biogarten, aus dem wir uns stimmig ernähren können, pflanzlich vollwertig im Sinne von Peace Food, mit bestem Wasser, was wir hier natürlich einfach beeinflussen können, das Wasser. Da ist schon was aus der Toilette kommt, besser als das in der Umgebung, aber wo wir dann auch noch diese Probe eben machen. Diese Naturkur, wo man einfach genug Antioxidantien bekommt, indem man einfach barfuß geht. Ja, also ich meine, das ist ja auch keine Sache. Ich bin ja bei jeder Gelegenheit barfuß, ne? Wie man hier sieht vielleicht. Jetzt, wenn ich den Fuß in die Kamera halte. Also da hast du eine Fußreflexzonenmassage, da hast du natürlich genug Antioxidantien, und du bist gut geerdet. Ja, ab und zu musste man Splitter rausziehen, aber das ist ja nicht die Welt. Und dann kannst du vielleicht noch zwischen zwei alte Buchen hängen, in deiner Hängematte, schaust ins große Grün, wie Hildegard sagt, Hildegard von Bingen, die Grünkraft, die Reditas, und du kommst so ins Schwingen. Wir haben überall die Schwebewiegen hier, wo du wirklich in dieses schwebende Lebensgefühl hineinkommen kannst. Der Saal ist sozusagen auf Stelzen und schwingend. Und hat alles immer zwei Seiten, aber es ist natürlich das, was wir einfach vermitteln wollen, die Leichtigkeit des Seins. Ja, dass du durch Meditation einfach dein Leben leichter werden lässt, dir Flügel wachsen lässt, ja, in diese Richtung Befreiung hin wächst.
und zugleich aber auch einen gut geerdeten Körper, der gesund ist. Und passt natürlich die Medizin auch gut rein dazu. Gibt hier lauter Fastenkurse, aber auch Herzensmeditation, Regeneration, Erholungswochen, so Dinge, die ich für ganz wichtig finde. Kochkurs, glaube ich, auch. Ja, es gibt auch Ernährungsberaterausbildung, kannst du übers Internet machen und kannst aber auch das Kochen natürlich hier lernen. Das braucht ja praktische Kurse, das sind kleine Gruppen, 10 bis 12 Leute, die das dann aber richtig, wenn sie so unseren Köchen über die Schulter schauen, lernen. Hauptkoch ist der Georg, unglaublich kreativer Profikoch, der aber auch großen Spaß hat. Die nächsten 2 Wochen kocht er uns ketogen, weil wir das gut brauchen können. Alle, die abnehmen wollen, brauchen das. Alle, die neurodegenerative Probleme haben in Richtung Alzheimer, Demenz, Parkinson, MS, aber auch alle, die mit Krebs zu tun hatten oder vorbeugen müssen,